Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem 500 Abonnenten-Spezial. Ja, tatsächlich hat mein Kanal jetzt diese Abonnentenanzahl erreicht in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ihr supportet meinen Kanal wirklich ständig. Ihr schreibt nette Kommentare. Super, super, wirklich vielen Dank an euch. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was zurückgeben. Und zwar gibt es heute ein ganz, ganz besonderes Video. Wir machen nämlich eine kleine Reise nach Südeuropa, um genau zu sein, an die Südküste Italiens. Dort ist ein sehr, sehr schönes, warmes Klima. Dort sind auch keine wirklichen kalten Winter. Und daher gibt es eine Vielzahl an verschiedensten Tieren und Pflanzen. Hier könnt ihr ein paar davon sehen. Die Aufnahmen habe ich alle selber gemacht. Aber wie ihr es von meinen Videos gewohnt seid, konzentrieren wir uns jetzt auf die Ameisen, die es dort auch ziemlich viel gab. Also es gab wirklich unfassbar viele verschiedene Ameisenarten auf engstem Raum. Zum Beispiel diese unbestimmte Messorart. Wunderschön sahen die aus. Messor barbarus, Phaidole pallidula, verschiedenste Camponotus-Arten wie hier Camponotus vagus, Camponotus Nylanderi, Camponotus lateralis, Tapinoma gab es dort auch. Hier Crematogaster war dort sehr oft vertreten und hier auch eine unbestimmte Art. Also ihr konntet es sehen. Es gab auch noch mehr, wie zum Beispiel Plagiolepis und verschiedenste Lasius-Arten. Ich habe mir jetzt aber überlegt, das würde viel zu viel werden und ich glaube irgendwann auch vielleicht uninteressant. Deswegen habe ich mir die fünf interessantesten Ameisenarten meiner Meinung nach rausgesucht. Und ich möchte euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Und wir fangen nämlich direkt an mit einer sehr, sehr häufig vorkommenden sowie auch sehr dominanten Art, und zwar Phaidole pallidula. Ja, man kann diese Art wirklich vergleichen wie bei uns mit Lasius niger. Sie kam mit Abstand am häufigsten vor. Überall war sie in Mauern, im Boden, in Holz hat sie auch genistet. Und sie hat sehr, sehr gerne andere Ameisenarten terrorisiert. Vor allem Messornester haben die Phaidole ganz gerne mal überfallen. Und eigentlich wusste sich auch keine Ameisenart so richtig zu wehren gegen die. Denn dadurch, dass die Arbeiterinnen nur eine Größe von 2 mm erreichen, sind die unfassbar klein und wendig, und wenn die dann in der Masse angreifen, hat man wirklich als Insekt, als anderes Insekt, gar keine Chance gegen die. Noch etwas sehr Besonderes an der Art: die einzige Art in Europa, die eine wirkliche Soldatenkaste hat. Wir alle Phaidole oder Phaidolen haben auch Phaidole pallidula Soldatinnen, kann man hier sehen. Etwas größere Arbeiterinnen, die einen sehr, sehr großen Kopf mit großen Kiefern haben. Die werden dann vor allem benutzt, wenn Futter rekrutiert werden muss. Hier zum Beispiel kann man sehen, fressen die an einer Eidechse rum. Auch interessant dort zu beobachten war, dass davor eine Messorart an der Eidechse rumgeknabbert hat. Doch die Messor wurden dann, wie erwartet, ganz schnell von den Phaidolen vertrieben. Auch haben die Phaidole pallidula ja oft eine Farbvariation. Also es gibt wirklich Kolonien, die eher rötlich sind. Es gibt welche, die sind fast schwarz. Diese hier hatten eine ganz schöne orange-rote Färbung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich haben sie auch Insekten sehr, sehr gerne gefressen. Hier zum Beispiel eine Biene. Wenn es irgendwo Futter gab, waren sie eigentlich immer die Ersten, die dran waren. Und die wirklich sehr, sehr aggressiv getötet oder einfach rekrutiert haben, in ihr Nest geschleppt haben. Also diese Art hat mich schon wirklich beeindruckt und die Art hat mich auch dazu verleitet, mir jetzt nochmal eine Phaidole zuzulegen. Und das macht schon wirklich sehr viel Spaß, den kleinen Rackern zu beobachten. Also wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr interessant. Kommen wir nun zur der meiner Meinung nach schönsten Ameisenart, die ich dort vorgefunden habe, und zwar Camponotus nylanderi. Eine gleichzeitig auch sehr, sehr seltene Art. Hier könnt ihr sie sehen, die sticht wirklich durch ihre orange-rot-gelbe, braune Färbung heraus. Die Art ist wunderschön groß und die haben auch richtig
schön große Majore. Also wunderbar zu beobachten. Waren wie alle Camponotus-Arten auch sehr, sehr gierig nach Kohlenhydraten. Hier könnt ihr mal eine Arbeiterin in Nahaufnahme sehen. Also wirklich wunderschöne Tiere. Leider bekommt man die in Shops gar nicht. Waren oftmals dabei, in die Bäume hochzulaufen, um dort in den Kronen der Bäume die Blattläuse zu melken. Große Straßen haben da teilweise hingeführt, aber vor allem waren sie halt nachtaktiv. Da man nachts aber wirklich keine wirklich schönen Aufnahmen hinbekommen hat, habe ich jetzt die Aufnahmen am Tag von den Ameisen gemacht. Und ja, hier könnt ihr das wie gesagt sehen. Glänzen in der Sonne auch sehr schön. Die war dort auch sehr, sehr häufig vertreten, also noch viel häufiger als zum Beispiel Camponotus vagus oder Camponotus lateralis. Eigentlich an jedem Baum war eine Kolonie vorzufinden. Die haben auch gerne in den Bäumen genistet, hier kann man das sehen. Wunderschöne Camponotus-Art. Die meist direkten Nachbarn von den Camponotus nylanderi, Crematogastas gutellaris, hier kann man das sehen. Eigentlich waren immer beide Arten nebeneinander am Fuagieren. Hier könnt ihr mal ein Nest von den Crematogastas gutellaris sehen, denn die beiden Arten leben ja in Holz und ernten gerne in den Baumkronen die Blattläuse, also deren Ausscheidungen. Und ja, auch eine sehr interessante Art, deswegen habe ich sie jetzt ja auch mit in die Liste genommen, dass ich sie etwas näher erkläre. Gab es nicht ganz so häufig, aber dort, wo es sie gab, gab es, wenn dann, Camponotus nylanderi, aber nichts anderes. Denn diese Art weiß ich zu verteidigen, die hat nämlich auch ein Abwehrsekret und das ist anscheinend sehr, sehr effektiv gegenüber anderen Ameisenarten. Ich habe es mir jetzt auch nicht nehmen lassen, noch einmal eine Aufnahme nachts zu machen. Denn hier kann man jetzt einmal eine Ameisenstraße von dieser Art beobachten. Und diese Kolonien nehmen anscheinend wirklich unfassbar riesige Ausmaße an. Hier könnt ihr das sehen. Es sind bestimmt mehrere tausend Tiere. Hier haben wir noch ein Nest. Das habe ich aus Versehen geöffnet und zwar habe ich mal unter der Rinde von einem Baum geguckt und dann habe ich da dieses Nest entdeckt. Jungköniginnen waren dort auch schon geschwärmt. Schwärmen tun sie ja erst Ende August meistens. Naja, aber die ersten Geschlechtstiere hat man dort schon gesehen und dementsprechend waren die auch ziemlich aufgeregt. Kommen wir nun zu den letzten beiden Arten, zwei Messorarten. Als erstes natürlich Messor barbarus. Ja, wirklich eine sehr, sehr tolle Ameisenart. Fällt gerade durch ihre riesigen rotköpfigen Majore auf. Ist ja eine besondere Art, da sie praktisch Körner sammelt und diese zu Ameisenbrot verarbeitet. Messor barbarus war dort auch relativ häufig vertreten. Hier habe ich tatsächlich ein Nest unter einem Baumstamm gefunden mit auch schon mehreren Jungköniginnen. Die Art schwärmt dann ja im September wirklich riesig große, wunderbar schöne Königin. Habe ich dann aber auch natürlich in Ruhe gelassen. Auch hier habe ich jetzt nochmal ein paar Aufnahmen nachts gemacht. Viele der Arten dort waren aus dem einfachen Grund, glaube ich, nachtaktiv, da es tagsüber teilweise einfach echt viel zu heiß war. Nachts waren es dann angenehme 20 Grad ungefähr. Hier könnt ihr das sehen. Also diese Kolonien müssen auch wirklich, genau wie bei den Crematogasta, aber hier noch viel stärker, unfassbar riesige Ausmaße angenommen haben. Hier könnt ihr einfach mal eine Ameisenstraße dieser Art sehen. Also wenn man sich die Art zulegt, sollte man, glaube ich, wirklich darauf achten, dass sie schöne Laufwege haben. Denn hier könnt ihr sie in der Natur sehen. Und die legen da wirklich Strecken von mehreren Metern zurück. Ja, hier jetzt nochmal diese Art in der Nahaufnahme. Das war gar nicht so leicht, die wirklich schön aufzunehmen. Diese Aufnahmen sind mir jetzt so
mehr oder weniger gut geglückt, denn es sind wirklich sehr, sehr aktive Ameisen, die immer auf Trab sind, eigentlich nie anhalten. Also auch wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Die ganzen Arten gibt es ja bei uns in Deutschland nicht. Also hat schon Spaß gemacht. Ja, jetzt kommen wir zu meiner letzten Ameisenart, die ich ein bisschen vorstellen möchte. Und zwar handelt es sich hierbei um eine unbestimmte Messorart. Ich habe die tatsächlich nicht bestimmen können, deswegen auch nochmal ein kurzer Aufruf an euch. Vielleicht weiß jemand, um welche Art es sich hier handelt. Also diese Art war auch wirklich wunderschön. Sowas habe ich noch nie gesehen, vor allem nicht noch nie so eine Messorart. Die haben ja auch in einer Eidechse rumgefressen. Ich habe tatsächlich auch nur ein einziges Nest dieser Ameisenart gefunden. Die waren circa so groß wie die Messor barbarus, etwas kleiner waren die. Und der Thorax war, wie ihr hier sehen könnt, richtig schön rot gefärbt und der Kopf und der Gaster glänzend schwarz. Hier könnt ihr das nochmal sehen, eine tote Eidechse, die wurde komplett belagert von diesen Ameisen. Anfangs, danach habt ihr am Anfang des Videos gesehen, haben das dann die Phaidole eingenommen, diese Eidechse. Also auch ein sehr, sehr cooler Fund, wie ich finde. Gut, das war's jetzt auch schon mit diesem Video, mit meinem 500-Abonnenten-Spezial. Mir persönlich hat die Reise sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dort wirklich verschiedenste, sehr interessante Tiere gesehen. Umso mehr hoffe ich, dass ich euch ein bisschen mit auf meine Reise nehmen konnte. Die Aufnahmen sind, wie gesagt, alle von mir und ja, teilweise war es gar nicht so einfach, was Schönes aufzunehmen, aber ich denke, zum Schluss passt das doch jetzt so, wie es ist. Vielen, vielen Dank nochmal an euch, dass ihr mich so unterstützt in dem, was ich mache, dass ihr mir immer positive Bewertungen dalasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auch diesem Video gerne positive Bewertung. Abonniert mich, wenn euch mein Kanal gefällt. Und mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang würde ich sagen, macht's gut, bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen, haut herein. Ciao.